sechs Ding. Sag mal. Bedienungsleger aus Teniger hier. So, weg da. Ja, das ist natürlich auch alles wieder Sand ist hier. Auch das, und dann Sand hält halt nichts. So. So. Das war bei dieser Seite erst einmal. Können wir uns hier erstmal so ein bisschen gerade durchgraben. Da müssen wir jetzt sowieso. So weit müssen wir mindestens. Das ist ja klar. So, müssen wir mal gucken, wie weit wir jetzt hier kommen. Denn morgen müssen wir uns auf jeden Fall auch um unsere Verteidigung kümmern. Wir müssen vor allem die Waffen dann auch wieder reparieren. Alle Spikes reparieren. Und so weiter und so fort. Eisenbruchstücke. Wieso denn jetzt wieder Eisenbruchstücke? Ist denn... Wow. 34. So. So geht's ja nicht. Ich arbeite ja dran, mein Inventar leer zu kriegen. Jetzt heul mal nicht halt's rum. So. Haha, perfekt. Gut, 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 gut. So, wir sind jetzt hier 1, 2, 3, 4 reingegangen. Gehen wir jetzt hier auch 4 rein oder sagen wir, ist eigentlich nicht notwendig. Nicht, ob ich es da drüben gemacht habe, aber... Ja, wir gehen aber schon 2 rein, sage ich mal. 2 wäre schon gut. Bisschen Vertiefung will ich da schon drin haben. In der Wand. Beziehungsweise, jetzt habe ich wieder eine ganz andere Idee. Das ist dann jetzt aber von der Breite her, müsste ich das berechnen. Der hat 2er Breite. Wie viel nimmt der denn ein? Komplette 3. Dann hätte ich hier, wenn ich das gleich hinten an die Wand mache. Den würde ich dann aber auch. Würde ich den auch 2 nehmen? Ich würde den auch 2 nehmen. 1. 1, 2. Zack. 1, 2, 3. Gut. Ne, das geht auf, aber dann muss ich doch bis. Dann muss ich doch die 4 nehmen. Dann hier, den nicht anders. Macht aber nichts. Ja, ich gehe ja schon, ich gehe ja schon. Ist ja gut. Ist das Rumgeheul hier. Fürchterlich. Ah, kommt her, ihr Kleinen. Na. Na, was denn? Euch mal nicht so. So. 3. Und das ist die 4. So, sehr schön.
Wand. Wand. So. Die Schmieden brauchen ein bisschen mehr Platz. Die kriegen nämlich auch auf jeden eine Kiste. Und die würde ich dann in die Mitte stellen. So. Ja, halte, bevor wir das machen. Dann zeige ich mir gleich den Ofen kaputt. Wenn ich jetzt dahinter noch die. Dahinter und daneben die Wand aufstemmen möchte. So, wieder mal ein Inventarplatz mehr, weil ein Ofen jetzt weg ist. Jetzt können wir erstmal hier wieder in Frieden hacken. Dann können wir jetzt auch gleich, sowieso sind wir auch gleich schon beim zweiten Ofen. Dann kriegen wir wieder einen Platz frei. Dann haben wir das doch gleich hier. So, den nehmen wir auch schon mit. Und den nehmen wir auch mit. So, so und so. Zack, da käme der Ofen hin. Ich mache erst nochmal nebendran wieder frei, dass wir dran kommen. Zack. Ein Ofen, bitteschön. Dahin. Hier ringsrum wieder ein bisschen was wegschlagen. Und sehen wir nix. Ah, kommst du auch. Ich mal bei Gelegenheit an die Werkbank hoch und mir eine neue Spitzhacke machen. Die geht ja hier echt schon zu Ende. Ja, wenigstens. Wie das abgeht, Leveltechnik hier im Moment. Das ist hier die Spitzhacke. Jetzt schon so stark, dass sie selbst in ihren letzten Zügen immer noch hier noch Damage macht. Alles wird immer schlimmer. Mal hoch und mach mir schon mal eine neue. Schniep. Der ist fertig. Dürfte die letzte Werkzeugproduktion da oben sein. Damit hat sie es jetzt. Die nächste machen wir hier unten. Möchte ich mal klar vermuten. Ich könnte jetzt bei der Gelegenheit auch mal nochmal 6 weitere von denen gerade machen. Die brauchen wir nämlich auch gleich nochmal. Entsprechend meines Planes. Müssen wir uns erstmal hier noch eine ganze Weile in die Tiefe buddeln. Denn hier an dieser Stelle, wo man jetzt vermuten könnte, dass hier wieder ein Ofen hinkommt, hätte ich ganz gerne die Schmiedekiste hingestellt. Damit die mittig von den Öfen steht. Von allen Seiten gut erreichbar. Heißt, zack, zack, das ist wieder eine
Ofenposition hier. Sah zwar richtig aus, aber das ist mir zu riskant, wenn ich es nicht sehe, dass er richtig steht. Muss ich ihn abbauen, ist er kaputt, muss ich ihn neu bauen, habe ich gar Lust drauf. So. Genau, so ist okay. So. Machen wir gerade mal den Stein dazwischen noch weg. Zack. So und so und so. Müssen wir hier wieder ein bisschen was graben. Jetzt sind wir aber gleich hinten. Jetzt haben wir es gleich bis hinten hin geschafft. Sind wir eigentlich in unserem... Achso, unseren Gang haben wir ja gar nicht. Der Gang ist ja hier. Ah, der Gang ist ja hier. Genau, zack, kurz. Also wir müssen hinten auch noch ein bisschen zurück. Vielleicht können wir dann da auch trotzdem doch nochmal eine Futterkiste hinstellen, wenn wir dann jetzt hier auf der anderen Seite von dem Gang noch Platz kriegen. Das müssen wir ja tun. So, es sieht aus, als würde diese Spitzhacke nicht noch kaputter gehen als so. Ja, doch ein bisschen noch. Und jetzt 66 bleiben jetzt über. Immer nur noch geringfügige Veränderungen. So, das ist die Position des letzten Ofens. Das heißt, wir haben natürlich noch einen Abstand. Und dann kommt die Wand. So und so und so und so. Und der letzte Schmiedeofen kommt dann hier hin. So. Und das ist natürlich der erste Ofen in der Reihe. Ist bei mir immer der Eisenofen als wichtigster Ofen. Zack. Haben wir hier auch wieder Eisen rein. So. So. Dann wollen wir jetzt hier die Wand ziehen. Dafür müssen wir uns jetzt halt doch auch hier erst einmal wieder komplett bis hinten durchgraben. Jetzt haben wir gerade mal nichts zu bauen. Jetzt müssen wir uns hier einfach nur einmal durchschlagen. Das dauert jetzt ein Momentchen. Ja, hier holen wir auch gleich die neue Spitzhacke. Natürlich könnte ich jetzt auch sagen, das robbe ich alles mit dem Bohrer weg, aber so viel ist das dann hier gar nicht. Dass ich jetzt hier nur mal groß diesen Aufriss mit dem Bohrer veranstalten wollte.